Es ist wieder Volleyballzeit. Der Borger Sechser zu Gast bei den bisher sieglosen Altmark Volleys. Und wer das Borger Volleyballspiel kennt, der weiß, dass sich die Mannschaft um Sören Lambrecht bei vermeintlich schlechteren Gegnern doch auch immer etwas schwerer tut. Und so war auch dieser Start unter schlechten Vorzeichen. Hier gleich der erste Punkt verspielt. Und dann auch gleich in der zweiten Annahmehandlung. Christian Fink pritscht den Ball an die Hallendecke. Ja, 2:0. Vielleicht auch schon das ein oder andere schlotternde Knie. Und auch der dritte Aufschlag geht stark auf die Nahtstelle. Lambrecht tuscht hier stark mit dem Block, wird aber nochmal gerettet. Und der ist im Aus. Dann hat Moritz Recke seinen genialen Moment. 8 scharfe Floaties sorgen für den zwischenzeitlichen 8:2 Vorsprung und schickt die Altmark Volleys in die Auszeit. Diese verpufft dann aber direkt beim 8:3, geht Lambrecht auf den Aufschlag. Direkt Probleme. Dankeball. Der Ball wird rausgeschoben auf Fink und der vollstreckt direkt. Lambrecht macht noch bis zum 13:3 weiter und dann direkt in der nächsten Rotation Bittichkau 13:4. Und auch hier der Fehler. Wir überspringen jetzt in der Rotation Blum und Fink und sind direkt beim eingewechselten Baldewich Vorsatzball und auch das ist der Punkt. Baldewich Satzball. Ah, da wird er auf dem falschen Fuß erwischt. Satzball abgewehrt, 24:8. Aber dann gibt es nur noch den Aufschlagfehler, 25:8, historischer erster Satz. Zweiter Satz, Aufschlag Moritz Recke. Hier kommt der Legerball, gut aufgelöst. Boah, knallhart von Christian Fink, Hinterfeld leider ins Aus. Damit steht es wieder 1:0 im Hintertreffen. Diesmal kommt dann aber die Reaktion etwas schneller. Georg Blum angetuscht. Jetzt Christian Fink, der bereitet mit seinen harten Springern wieder richtig Kopfzerbrechen. Abgewehrt. Der Pass geht raus und Lambrecht macht das Ding tot. Der nächste Springer von Fink schickt dann die Altmark Volleys auch in die Auszeit. Die fruchtet auch einigermaßen und die Altmark Volleys können das Ruder wieder etwas übernehmen. So, 10:7, Borg also aus Altmark Sicht noch auf Schlagdistanz. Aber Blum hat was dagegen, knallhart, bärenstark. Wir drehen eine Rotation weiter. Christian Fink am Aufschlag, harter Springer, die bereiten immer noch Probleme. Gut aufgelöst, Sören Lambrecht über außen macht den Punkt. 19:13. Wieder in die Auszeit geschickt. Und auch die zweite Auszeit fruchtet. Mittelangriff, bam, fertig. Doch mehr als Nadelstiche bleibt es nicht. Borg einfach zu stark. Raus, Pass, Georg Blum. Sauberes Ding. Am Ende noch gut abgerollt auf gardeliger Seite. Jetzt kommt wieder Baldewich ins Spiel. Der hat uns ja im ersten Satz auch schon zum Satzball geführt. Aufschlag, passable Annahme. Na, der ist zu stark, der ist nicht abzuwehren. Ja, Baldewich wieder raus. 23:15. Mal gucken, ob es die Reaktion gibt. Starke Annahme, Mittelangriff, Bittichkau. Wunderbar. 24:15, Satzball. Ja, statt Patrick Baldewich hat den Aufschlag nun Moritz Recke. Garderling kriegt den Ball nicht geordnet. Oh, Bittichkau macht den Satzball tot. Mann, ist der heute stark. Satz Nummer 3, 0:0. Und wieder geht es mit einem Rückstand los. Georg hämmert das Ding ins Aus. Starke Annahme, Christian Fink, Pass raus. Lambrecht regelt, 1:1. Diese Szene wollten wir euch jetzt nicht vorenthalten. Schlechte Annahme, Grassoff.
Notpass Lambrecht. Boah, die Urgewalt. Christian Fink macht das Ding tot. Jetzt galoppiert Borg Stück für Stück weg. Jetzt die saubere Annahme. Mittelmann, bitte ich kaue. Auch heute richtig on fire. Ein paar Szenen weiter steht dann Bittichkau am Aufschlag und kann sich hier auch als Abwehrkatze erweisen. Pass geht raus, Christian Fink. Boah. Dritter Satz, Crunchtime, und Patrick Baldewig kommt wieder ins Spiel mit der festen Erwartung, jetzt seine Aufschlagserie mal bis zum Satzball durchzubringen. Aufschlag. Leicht unkonventionelle Abwehr von Fink. Der Ball wird jetzt aber sauber aufgelöst. Pass Moritz Recke und Georg Blum macht das Ding tot. Aber leider kommt Patrick Baldewig wieder nicht bis zum Satzball. Diesmal schlägt er sich selbst Netzaufschlag. Und somit kommt Lambrecht in den Genuss, weiter am Aufschlag für den Satzball zu arbeiten. Gardelegen kann wieder nicht sauber auflösen. Und Blum macht auch diesen Punkt. 24-14, Satzball Lambrecht. Ganz klar, die Halle fordert den Springer. Und den bringt er auch. Und den macht er auch. 25-14, Borg gewinnt ganz klar 3-0 hier in Gardelegen gegen die Altmark Volleys. Das Sprichwort bleibt bestehen: Wer 1-0 führt, der stets nie gewinnt. Und Borg fährt das Ding ganz souverän nach Hause. Jetzt kommen noch die Stimmen zum Spiel. Borg siegt heute 3-0 in der Altmark in Gardelegen auswärts. Bei mir steht Simon Rummel, Zuspieler von der Gardeleger Mannschaft. Das war heute recht deutlich. Wie erklärt ihr euch dieses sehr deutliche Ergebnis? Also zu einem die Annahme. Man hat gesehen, in den ersten Satz kamen wir ganz schwer rein. Dadurch, dass die Annahme nicht kam, kam das Zuspiel auch nicht. Und die Angreifer konnten natürlich daraus nichts machen. Und dadurch war es halt auch ein verdienter Sieg an Borg. Wie schätzt du das ein? War das von vornherein kalkuliert, dass das Spiel so verläuft, oder hattet ihr euch eigentlich mehr ausgerechnet? Also wir wussten, dass Borg eine starke Mannschaft ist, keine Frage. Aber klar erhofft man sich immer selbst mehr, selbstverständlich. Aber wir waren heute leider nicht auf dem Level und so ging das Spiel halt auch aus. Vielleicht noch kurze persönliche Frage, wie bist du heute mit dir zufrieden? Schwierig, teilweise lief es gut. Aber wenn die Annahme nicht kommt, wie gesagt, kann der Zuspieler halt selber auch nicht viel machen. Aber ich habe trotzdem mein Bestes gegeben und somit bin ich auch relativ zufrieden. Alles klar, danke. So, Moritz steht bei mir, Zuspieler beim Borger VC. Das war heute unerwartet deutlich. Normalerweise tut sich Borg ja bei vermeintlich schlechter platzierten Mannschaften in der Tabelle etwas schwieriger. Und das war heute tatsächlich ganz sauber runtergespielt. Wie erklärst du dir diese klare Mannschaftsleistung heute? Naja, wir haben uns das ja vorgenommen, gegen die schwächeren, vermeintlich schwächeren Gegner auch mal konsequent alles runterzuspielen. Und heute hat es dann endlich mal geklappt. Sonst hatten wir immer ein bisschen Probleme. Aber man hat gesehen, sobald der Aufschlagdruck stimmt, ist es gegen solche Gegner dann vermeintlich einfacher. Jetzt haben wir relativ lang Pause. Ich glaube, das nächste Spiel ist dann erst im November wieder. Was hast du dir vorgenommen, damit du dann auf dem Punkt in 3 Wochen wieder fit bist? Naja, 2 Mal zum Training kommen die Woche. Ich hoffe, der Rest der Mannschaft macht das auch. Und dann sollte das seinen Lauf gehen. Was ist dein persönliches Fazit für die erste Saisonhälfte? Wo willst du am Ende stehen? Ja, möglichst weit oben. Ich denke, dass der Erste auch noch drinne wäre. Schade ist ein bisschen, dass wir das Wittenberg-Spiel dann doch 3-1 verlieren. Da hätte man wenigstens den Punkt noch mitnehmen können, aber die haben wir auch nochmal zu Hause. Und dementsprechend hoffe ich da, dass die Halle voll ist und wir da dann gewinnen. Danke.